Hallöchen und ein schnurziges Willkommen zurück bei 7 Days to Die mit der guten Salome. Hallo. Und nach dieser kleinen Invasion, die wir gerade haben oder hatten, habe ich noch einen Rucksack. Hier sieht man, da habe ich noch einen Rucksack gefunden mit einer Metallaxt Level 4 und einem Blasebalg für die Schmiede. Geil. Habe ich schon wieder was gehört? Ja, mich. Ach, du warst das, okay. Ich muss jetzt erstmal das Zeug da. Ups, mach. Ein Palasebalg, den haben wir nämlich noch nicht. Und ja, die Axt. Das ist ein Blasebalg, ist kein Blasehase. Das ist ein Blasebalg, ja. Ein Blaseblach. So, jetzt wird es schon wieder dunkel, ne? Scheiße. Ja, jetzt laufen wir nicht los. Nope. Da wird es halt leider Gottes doch noch mal eine Buddelfolge wahrscheinlich. Weil jetzt zur Kirche zu laufen, ist keine gute Idee. Nee, aber ich will auch nicht buddeln. Ja, was machst du stattdessen? Rumstehen. Wow, doch so viel. Du kannst ja mal, du könntest vielleicht das Häuschen oben ein bisschen weiter bauen. Nee. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, wie du sammelst. Naja, du müsstest eigentlich oben die letzte Reihe. Ich messe einfach nur die Sachen aus. Weil du müsstest eigentlich nur diese eine Reihe, wo ich oben neu oben drauf gesetzt habe, die musst du eigentlich nur zumachen und aufpassen, dass du die Treppe nicht zubaust. Das ist alles. Weißt du, dass oben, dass wir eine Decke halt haben. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Warte. Du musst, glaube ich, mit einer Axt. Wie baue ich denn? Ich habe einen Hammer. Ich glaube, mit dem Hammer geht das auch. Ja, die muss halt die Wooden Frames und die musst du dann halt da oben hinsetzen. Guck, hier halt. Ja, naja, aber wie mache ich die? Ja, die tust du im Menü craften halt, ne? Wie heißen die Dinger? Holzrahmenblock. Ah. Und da kannst du die bauen und musst halt nur, das eigentlich, wo du halt gucken musst, dass du halt die Treppe so machst oder bei der Treppe so machst, dass man halt noch hoch kann und das war's. Ich kann dir sogar hier noch eine Fackel hinpacken. Guck mal, bin ich nicht freundlich? Gebietsschutzblock? Ja, das war das fürs PvP. Wo wir zu Beginn hingesetzt haben, wo wir nicht wussten, was wir mitmachen sollen. Holzstufen? Beete und Felder? Gib einfach Rahmen ein. Ah, da ist ja doch der Holzrahmen. Ich bin dabei, Bullen. Okay. Ich mach mal. 100 ist, glaube ich, zu viel, oder? Man braucht die eigentlich immer wieder mal. Von daher. Ja. Sie sagen, dong, 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 dong. Oh, du bist durstig. Alles klar. Moment. Toll, ich sehe nichts mehr. Wo ist deine Fackel? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie habe ich meine Fackel verloren. Die müsste vorne dran stehen, oder? Nee. Vorm Häuschen? Da steht ein auf jeden Fall. Ja, nein, das ist nicht. Ja, ist eigentlich aber egal. Du kannst sie ja trotzdem nehmen. Ja, die vom Häuschen soll ja da bleiben. Ach so, okay. Jo, ich need was zu trinken. Wo hatte ich's denn hin? Toll, das bringt mir jetzt gerade mal gar nichts. Ah, Tarinken. Guten Tag. Hui, hui, hui. So, wie sieht denn der Rest von mir aus? Wie ein Zombie. Nahrung. Wasser sieht eigentlich ganz gut aus. Was zu essen könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Ich verstehe nur, was zum Essen. Als ich merke, dass ich die ganze Zeit links gespielt hatte, Bioshock, deswegen für mich das schnellere Laufen. Ja, das ist immer so ein bisschen umgewöhnungsbedürftig. Ja. Boah. Mamfies.
Amp, yes, 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 yes. Genau. So, jetzt. Willst du es eigentlich komplett zu haben oder nur so und so viel? Komplett zu. Bis halt auf die Tatsache, dass man halt die Treppe noch hochkommt, ne? Aber ansonsten komplett. Ich mach komplett zu. Zur Not kann man ja wieder was wegnehmen, wenn es zu viel sein sollte. Jo. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass das auf ewig da ist und dass man es nicht mehr wegkriegt. Das wäre kacke. Das wäre richtig kacke. Deswegen hatte ich ja gesucht, ob ich dann auch wieder Erdblöcke setzen kann, wenn man hier Scheiße gebaut hat. Okay, ich glaube, hier könnte ich einen noch setzen, danach kann ich keinen mehr setzen. War wieder so dunkel, dass du es nicht gesehen hast, oder wie? Nein, von den Holzblöcken, meinte ich jetzt. Ach so. Weil wenn ich jetzt so einen gesetzt hätte, wäre mir die Treppe, würdest du die Treppe nicht mehr runtergekommen. Ah, okay. Ja, da muss man halt zum Beispiel, wie bei Minecraft halt auch, ausprobieren, ist das noch genug? Komme ich da noch runter oder muss der noch mal weg? Also ich bin jetzt gerade runtergekommen. Ja, siehst du, dann passt es. Oh, ich kann nicht reparieren. Ich habe keine Steine mehr. Nein! Ich kann welche einstecken. Komm mal hierher zu mir. Ich muss ja erstmal aus dem Loch raus. Warte. Hui. Ich gebe dir einfach mal auch mal die da gerade mit. Oh, danke schön, ja. Keine schlechte Idee. Und hier. Dankeschön. Oh, wie viel war das? 650? Alter! Ich hab da so ein bisschen was gesammelt. Oh, du kannst aber mal in der Kiste irgendwo müsste so ein Reparaturkit liegen für die Spitzhacke vielleicht. Wir haben kein Reparaturkit mehr. Bist du sicher? Ja. Ich meine, ich hätte noch irgendwo eins gesehen. Ich höre einen Zombie. Reparaturkit, sag ich doch. Ich sehe noch, hab irgendwo eins gesehen. Du hörst einen Zombie und ich, keine Ahnung, ich sehe überhaupt nichts. Ah, das ist blöd, ich habe das Licht hier an. Und das siehst du nicht. Aufpassen. Warte, ich gucke. Ah, Alter! Ernsthaft! Entschuldige. Ne, ich sehe hier nichts. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Vielleicht ist er im Graben unten. Hier in der Ecke höre ich sie. Oder habe ich sie gehört? Ist verschwunden. Hat ein Verschwindibus gemacht. Nee, da ist keiner. Er hat einen Verschwindibus gemacht wahrscheinlich. Jetzt Fackel, komm her. Jetzt Fackel doch nicht so lange. Nicht runterfallen. Warum nicht? Weil ich da nicht mehr rauskomme. Da muss ich außen rumlaufen. Ach, guten Tag, da ist er. War am Graben? Ja. Ah. Und versucht sich da gerade rauszuprügeln. Ja, hau mal in den Graben. Weil da hat er nämlich auf der Erde rumgeprügelt, weil wir noch keinen Aufgang gemacht haben. Und das mögen die nicht. Oh, die Armen. Keine Ahnung warum, aber sie mögen es nicht. Ach stimmt, ah ja, ich muss... Hat doch haargenau gelangt, du. Reparieren. Ich habe noch genau 3 Stück übrig. Yay. Auf welcher Seite wollen wir dann eigentlich dieses Brückchen mit den Spikes machen? Da, wo die Tür ist? Würde ich sagen, oder? Aber bitte mit einem kleinen Steg drüber oder zumindest mit Fackeln, damit ich nicht komplett reinrenne. Ja, das sowieso. Man kann ja dann da Fackeln oder sowas hinstellen. Das ist ja nicht das Problem. Nur darf ich dann oder dürfen wir keinen Steg machen ohne Spikes, weil sonst rennen die nämlich darüber. Ja. Weil die KI ist eigentlich gar nicht mal so doof. Wenn man nämlich 2 Stege hat, eine mit und eine ohne Spikes, dann nehmen die nämlich immer ohne. So intelligent sind die leider.
Okay. Ja, mach mal einen mit Spikes, logischerweise. So, ich denke auch so ein 2 breit reicht auch. Da brauchen wir dann nicht so ewig Anlauf nehmen, dass man rüberspringt. Yep. Da langt das dann. Ich hab mein Holz langt nicht mehr länger. Ich habe kein Holz mehr. Oh, armes du. Hält das ein Baum? Ich könnte da hinrennen. Aber ob du willst, ne? Ob ich das überlebe, ist eine andere Sache. Aber ich könnte hinrennen. Ich könnte es auch schaffen. Theoretisch? Rein theopraktisch? Ja, wir haben schon 1 Uhr. Es wird bald wieder hell. Meine Rüstung sieht ziemlich kaputt aus. Kann man die eigentlich auch ganz normal reparieren oder wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Warte. Verändern. Im Übrigen habe ich den Mechanist geschafft. Ah, okay, super. Ja, frag aber bitte nicht wie. Ja, das war knackig, ne? Aber frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Das ist richtig knackig, ja. Das ist ja nicht ohne. Ich bin eine Folge lang nur draufgegangen. Nur gestorben. Okay. Nur gestorben. Ja, das ist der Mechanist, der ist richtig böse. Der ist richtig übel. Ja, ich sag mal so, er selbst ja nicht, aber das, was er halt herbeibringt. Ja, ne? Das komplette Ding drumrum da halt, das ja, hat's ja in sich. Weißt du, was ich am Ende gemacht habe? Mhm. Ich habe am Ende mal den Batman zu Hilfe geholt. Auch nicht schlecht. Oh, glaub mir, das hat böse reingehauen. Auch nicht schlecht. Ja, ich bin jetzt mittlerweile, yay, abgeschlossen. Komplett ja, nee, durch, mit 2 Endings. Ich könnte jetzt in Nuka World gehen, aber ich mach's nicht. Ja, weil du die Minutemen haben willst. Ja. Da empfiehlt sich das nicht, Nuka World zu machen. Ja. Ich werde Nuka World vielleicht machen, wenn ich mal durch bin. Mhm. Einmal. So als kleines Special oder im Stream oder irgendwie so vielleicht. Genau. Ja. Dann werde ich Nuka World mal machen, aber so werde ich Nuka World nicht machen. Ich sag mal, Nuka World ist eigentlich eine coole Sache. Es ist halt nur blöd, wenn ab dem Moment, wo du dann wirklich ins Commonwealth musst und musst da halt die Scheiße machen, die dem Minuteman und so halt nicht passt. Das ist wirklich etwas, wo ich mir denke, oh Bethesda, was habt ihr da denn für eine Scheiße veranstaltet? Da habe ich mir nur gedacht, könnt ihr dieses DLC nicht im DLC lassen? Das funktioniert bei Far Harbor ja schließlich auch. Bis auf ein paar Nebenquests, wo dann heißt ja, säubere da das, weißt du, von der Bruderschaft da, weißt du, säubere das oder da ist die Technologie, die du mitnehmen könntest oder so. Aber ansonsten ist Far Harbor auch auf Far Harbor und nicht irgendwie, dass du da Hauptquests da drin machen musst. Ja. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde Nuka World nicht machen. Ja. Ist eine bessere Idee, glaub mir. Ja. Ich werde Nuka World erst machen, wenn ich einmal zumindest die Minutemen durch habe. Oder du machst es so, wie das so manch anderer gemacht hat, fällst in Nuka World ein und killst einfach alles. Das geht natürlich auch. Dass du da gar nicht mit diesen Questreihen anfängst und dann ankommst und direkt alles kaputt schlägst. Ja, aber es ist auch doof eigentlich. Ah, ja, klar. Hui! Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich bin in meinen Kram gesprungen. Hui! Ja, ich denke, 2 breit reicht vollkommen aus. Ja, bitte. Das reicht. Ich habe mit 1 breit schon Probleme, rüber zu springen. Muss halt Anlauf nehmen. Ja, sogar mit Anlauf habe ich Probleme. Aber 2 breit reicht. Und dann sind wir schon mal gut gerüstet für den Blutmond, der am 20. jetzt auftaucht. Wir werden so sterben. Nee, das glaube ich noch nicht mal. Wenn wir hier gut die Spikes immer beobachten,
Oh, ich habe Level 16. Wenn wir jetzt gut die Spikes beobachten lassen, beobachten, klar. Wenn die Spikes die abwehren und wir auch ein bisschen fleißig schießen, dann geht das schon. Wir sind ja schließlich auch zu zweit, von daher. Da müssen wir aber nochmal loslaufen, nochmal Munition sammeln. Das langt uns nicht. Ja, wenn du überall nur drauf rumballerst, anstatt mal im Nahkampf ein bisschen was zu machen, brauchst du dich nicht wundern, wenn deine Muni alle ist. Mein Nahkampf ist auch sehr schlecht. Ja, dann üb doch. Deswegen ist er ja schlecht, weil du mehr drauf knallst, als im Nahkampf probierst. Zumal du ja auch immer die schweren Waffen nimmst. Die brauchen eine Ewigkeit, bis du mal triffst. Derweil haben die schon dreimal umgebracht halb. Deswegen würde ich mir überlegen, ob ich den Vorschlaghammer zerlege. Zerlegen würde ich ihn vielleicht noch nicht mal, aber ich würde mir mal eine andere Nahkampfwaffe suchen. Weil ja, ich habe die ganze Zeit, ich habe zum Beispiel die ganze Zeit dieses Knochenmesser, das ist eigentlich ganz gut. Wir haben sogar noch ein normales Messer irgendwo, ne? Jagdmesser haben wir auch noch da. Ja. Dann tausche ich meinen Vorschlaghammer gegen das Jagdmesser. Den Vorschlaghammer kannst du ja vielleicht mitnehmen, wenn wir irgendwas kaputt schlagen müssen. Aber so für Kämpfen, ich mach so große Waffen, so große langsame Waffen nicht. Mochte ich noch nie in keinem Spiel. Ich nehme lieber Dolche und greife ein bisschen schneller an. Zack, 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 fertig. Ja, ich mag halt Knarren, Pfeil, Bogen und bin fertig. Super. Juhu, wir haben ein Dach in Anführungsstrichen. Ja. Waren wir zell? Toll, dauert eine Stunde. Einer Stunde. Ja, dann juckt's Auge. Dann juck zurück. Ich meine, ich habe jetzt noch 159 Patronen, so ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt nichts mehr hätte. Aber mir geht's halt darum, dass ich halt für den Blutmond ein bisschen mehr habe. Ja, wenn wir endlich mal irgendwelche Werkbank Rezepte oder sowas finden würden, weißt du, da könnte ich da auch endlich mal loslegen, aber wir finden ja diesen Blueprint einfach nicht. Nee, ich habe aber für einen Blueprint für eine Knarre gekriegt. Ja, das hilft mir herzlich wenig. Ich brauche erstmal die Werkbank, dass ich überhaupt irgendwas machen kann. Das heißt, wenn du irgendwo hier Blueprint Werkbank findest, dann bitte dich selber benutzen, sondern mir geben. Oh, ich kann Schrotgeschützmunition machen. Schrottgeschütz. Schrottgeschützturmmunition kann ich machen. Ja. Das müsste aber, glaube ich, entweder in der Munifabrik sein oder an der Werkbank. Nein, ich brauche nur Eisen. Ja, dann mach mal welche. Wenn du mir sagst, wo ich jetzt Eisen nochmal herkriege. Ja, in irgendwelchen Truhen wird das Alteisen oder sowas rumliegen, ne? Ich brauche nicht Alteisen, ich brauche Eisen. Dann musst du das aus der Schmiede rausnehmen. Eisen, Popeisen. Oh. So. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. So. Habe ich das jetzt auch, das Eisen? Wenn du es hergestellt hast, müsste das dann im Inventar der Schmiede liegen. Ah, da. Eigentlich. Das war das Eisen. Ah, das hätte mir doch aus dem Dings nehmen können. Verdammt. Jetzt haben wir kein Dings mehr, kein was. Irgendwas fehlt da jetzt so. Ja, dann pack wieder rein. Wenn ja, ich weiß nicht, was fehlt. Ah, okay, es war Holz gewesen. So. Steht doch alles bei. Das ist für mich noch hochkompliziert. Ja, es ist für den Anfang auch gar nicht mal so leicht. Da muss man sich erst reinfuchsen. Die Munition für die Geschütztürme kann ich so bauen. Ja, perfekt. Dann passt das. Ich brauche mal ein bisschen mehr Eisen. Eisen. Wenn wir dann mal eine ordentliche Spitzhacke haben, die auch was taugt, und dann können wir auch das Eisen schneller abbauen, dann haben wir auch öfters. Vor allem, wenn ich dann den Keller anfange, dann ist unten eine ganze Menge Eisen immer und immer wieder. So, ich habe jetzt gleich mal ein paar über so 50 Dings. Ja, ist hell. Juhu. Also es wird hell. Ist hell. Oh, ich bin schon wieder durstig. Ist dann eigentlich ein recht gutes Stichwort.
hier jetzt die Ecke sowieso fast fertig. Ich hab doch einen Blueprint bekommen von irgendeiner Waffe. Ich glaube, den hast du schon benutzt. Wenn ich mich richtig erinnere. Muss ich nicht. Wird er nicht angezeigt dann auch? Oder nur in dieser Werkbank dann? Der wird eigentlich generell angezeigt. Krieg ich nicht angezeigt, okay. Merkwürdig. Seltsam. Ja. Ach, stimmt, da war jetzt Eisen. Da habe ich Spurhitzhacke. Wie mache ich das jetzt nochmal? Ach du Scheiße. Okay. Scheiße. Entschuldigung. Was war das denn? Das war der Geschützturm, der jetzt aktiv ist. Ah. Wie geil ist das denn bitte mal? Du kannst ihn ja mitnehmen, du kannst ihn ja in der Hand halten, weißt du? Yep. Und dann kannst du halt auch damit auch schießen. Das ist ja cool. Ach du Schande. Entschuldigung. Da ist jemand happy. Ah ja, ach, warum muss nicht? Repariert ne? werden. Braumi lernen Dosen für irgendwas? Ich heb's mal auf, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube mal welche, weil daraus kann ich nämlich Dings mal Metall. Soll ich das noch weiß? Ah, 41 Metall habe ich jetzt. Ich will nämlich noch. Wir haben noch zwei Geschütztürme gehabt. Wo ist denn die zweite hin? Guck mal in irgendeiner Truhe wahrscheinlich. Weil ich denke mal, so ein Geschützturm ist doch auch praktisch, ne? So. Will ich mal so behaupten. Scheiße, es langt nicht. Ich brauche mehr Metall. I need some Metall. Ich brauche noch Metall. Ah, wir haben hier 200 noch was. Da kann ich mir doch nehmen. So. So, Geschützturm, wo bist du? Im Abort und vor Schlittschuh. Ah, da. Das ist ja voll doof. Na. Jetzt. Hi. Alter, jetzt mach doch mal. So. Denn da? Ach. Schützturm aufbauen. Guck. Ach so. Ich finde das Ding cool. Ich guck nur aus dem Augenwinkel zu dir. Wipp, warst du weg. Ja, ich wollte versuchen, das irgendwie im Fallen wieder ran. Wow. Geht eigentlich auch auf uns? Nee, der geht nur auf Zombies. Gut. Hat schon ein bisschen Angst gehabt. Weil sonst wäre es jetzt erschossen worden. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich finde das cool jetzt. Wo hat denn der das jetzt hingepackt? Ich weiß, wiederhole mich, dass ich es cool finde, aber ich finde es einfach cool. Ah, kann man immer schon wieder besser. Mal brauchen, glaube ich. Schon besser. Ich glaube, wir haben hier noch einiges zu buddeln. Ey. Ich muss unbedingt eine Werkbank finden, damit und wir... Und wir haben nur dreimal Klebeband. Was, dreimal Klebeband? Ja, ich hätte für die Eisenschaufel aber fünf gebraucht. Hm. Scheiße. Ja. Scheiße. Zumindest sehe ich in diesen einen Truhe nur
So und so viel. So, ich bin da. Geh mal aus dem Weg, danke. Ah ne, die Frames wollte ich ja mitnehmen. Ich würde so gerne mal in Aktion sehen. Was? Ja, das kommt noch. Keine Panik, das kommt noch. Die wirst du schon noch in Aktion sehen, glaub mir. Ach, erstmal was trinke. Aber ist das schön, wenn man mal ein Dach über dem Kopf hat, endlich. Ja. Ist das schön. Das regt nicht mehr in die Birne rein. Ja. Ist das schön. Ich denke mal, für die 5 Minuten lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr, nochmal loszulaufen. Nope. Oder? Nope. Aber es ist im Grunde eigentlich völlig egal, weil unterbrechen müssen wir sowieso, ob wir jetzt hier unterbrechen oder unterwegs. Aber ich muss mal ganz kurz da mal AFK, deswegen. Musst du auf Klo? Ja. Ja. Deswegen wäre es Spaß, nicht loszulaufen, weil es wäre zu gefährlich. Wir könnten theoretisch eigentlich auch jetzt schon mal stoppen. Weil, was wollen wir jetzt großartig noch machen? Noch zugucken lassen, wie ich jetzt weiterhin noch Erde abbaue oder was? Nee. Okay, dann machen wir heute mal eine kürzere Folge. So 4 Minuten kürzer ist ja nicht so schlimm. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, tschüss.